Derweil die anderen. Vor euch könnt ihr erkennen ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit weitläufigem Anbau aus Steineiche, Butzenglasfenster, blau-schwarze Stahlgitter gesichert. Also hier hat jemand Geld auch in die Sicherheit investiert. Und über dem Eingang steht in kursleckeren Lettern geschrieben: Jolandes hochwertige Helfer für Haus, Hof und Heereszug. Eine Tür gibt es nicht, scheunartiger Anbau, einige Runen und Glyphen, die da wohl auch geschmückt sind. Und wenn ihr dann das Hauptgebäude betretet, könnt ihr in einem Schauraum stehen bleiben mit abstrusen Schnitzereien, Schreinereien, magischen Inkredenzien, Werkzeugen. Und während ihr dort steht und diese Atmosphäre in euch aufnehmt, könnt ihr bereits erkennen, wie vor euch eine kleine laufende Truhe marschiert und euch direkt vor euch eine aus einem Schlitz wird eine Karte ausgespuckt. Euch hingehalten, auch wenn es halt keine Hände gibt in dieser laufenden Truhe, aber aus dem Schlitz ragt eine klappernde Visitenkarte hervor. Goggelmoggel beugt sich runter und leckt die Kiste an. Ich glaube, die gehört schon jemandem, Goggelmoggel. Verdammt. Aber sowas will ich auch haben. Was hat die da ausgespuckt? Ich zieh das mal raus, ja? Oder ist das gefährlich? Ein leckeres Stück Papier. Oh, ui. Oh, lass mir mal drüber, da ist was drauf. Warte. Steck es dir nicht in den Mund. Oh, vielleicht ist das Marmelade. Lecker. Ja, du kannst schon sehen, wie die erste Karte in dem Mund von Goggelmoggel verschwindet. Währenddessen wird eine weitere Karte ausgespuckt. Beziehungsweise euch hingehalten durch den Schlitz und ja, du kannst sehen, wie Groggel ebenso dazugreift, sie verschwindet ebenso im Mund. Eine weitere dritte Karte wird ausgespuckt und Ronge, du kannst erkennen, wie wohl in dem Raum, selbstverständlich steht hier auch ein Gehilfe mit Wrack, der dich anblickt mit seinem grauen Haarkranz, guckt er dich an. Du siehst allerdings auch weitere Holzfiguren, groß, ja, menschengroß, bosporanischer Legionär aus Holz. Du kannst eine Kreatur erkennen, 2,50 Meter sicherlich groß, mit einem knochigen Hirschhaupt auf dem Kopf, auch wenn es geschnitzt ist, von verschiedenen Holzarten und Sorten. Und ja, hier ist eine ganze Menge an Wesen aufgebahrt und vor dir kannst du auch noch weitere Tresen und Theken erkennen, wo Zeichnungen drin liegen. Das ist ja dann ziemlich beeindruckend. Ich muss euch leider mitteilen, das ist keine Marmelade. Ja, gut. Könnt ihr denn lesen? Irgendwer von euch? Ja, gib mal her. Nimm dir die Karte. Ich kann das sowieso nicht lesen. Seid willkommen, meine werten Goblins. Mein Name ist Jasper. Wie kann ich euch helfen? Diese Karten sind sehr lecker. Ja, nehmt euch gerne noch weitere. Wir wollten hier eigentlich was von der Dame Jolande. So war Meisterin Jolande, ja, sie ist anwesend. Ihr könnt auch gerne mit mir sprechen. Wie kann ich euch helfen? Kriegsgolems? Ihr seht aus wie ein Söldner. Wollt ihr ein Herz oder auch ausstatten, habt ihr einige Goblins bei euch. Wir können auch auf Mars anfertigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Golemiden als Goblins bestellen. Auch aus verschiedenen Materialien. Tretet doch näher an den Tresen. Wir können uns gerne bei einer Zeichnung darüber unterhalten. Auch so etwas wie den großen Golem, der vor der Tür steht? Aus Stein, aus Erz, aus Lehm, aus Quecksilber. Sogar aus der Unauer Salzlake, wenn ihr mögt. Und wie viel kostet das dann insgesamt? Nun, das kommt auf die Größe an und auf das Material. Ich würde einfach sagen, Einstiegspreis, wir beginnen bei 80 Dukaten. So viel wie bei Sklaven in Alanfa. Das sind die Preise. Und nun, es sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr mögt, wir haben sogar einige magische Metalle dabei. Oder wir können sie mit Irianleder verzieren, wenn ihr mögt. Ich habe ein Schwert, kann man das dagegen eintauschen? Nun, wir nehmen keine Tauschmaterialien, Wechselscheine und Diamanten. Auch Dukaten sind uns nicht ganz so lieb, weil es doch recht schnell sehr, sehr teuer werden kann.
Betrachtet doch einmal diesen Legionär hier. Dabei schreitet er von seinem Tresen rüber zu dem Legionär in bosporanischer Rüstung, auch wenn er direkt aus Holz besteht. Wir können die Schwerter an seiner Seite ausstatten und, wie gesagt, viele weitere, die in der Legion neben ihm dienen können. Wir brauchen so pro Legionär grob eine Woche, wenn ihr mögt. Und dieses Einstiegsgebot liegt bei 800 Dukaten. So, 800 Dukaten. 800 Dukaten, jawohl. Und wenn es so weitergehen soll, wie gesagt, damit tritt er mal an den Hirschkopf heran. Nun, das ist ein besonderes Exemplar und liegt bei zurzeit 1200 Dukaten. Wir können auch noch weitere Sonderausstattungen hinzufügen, wenn ihr mögt. Weitere Klappen zum Verschauen eurer Ausrüstung, wenn ihr mögt. Sowohl auf dem Rücken als auch sie sind noch hohl, wenn ihr mögt. Das klingt ja alles ziemlich interessant, aber unser Interesse würde sich in eine andere Richtung gehen. Ihr macht hier nicht zufällig diese Golems auch mit Leichenteilen, oder? Mit Leichenteilen? Das ist Nekromantie. Nein, nein. Das weise ich empört von uns zurück. Also, wirklich gar nicht. Nicht mal für den richtigen Preis. Nein, so etwas machen wir nicht. Nur für Menschenkenntnis. Und während du ihn betrachtest, abschätzig, kannst du sehen, wie hinter dir drei weitere Personen das Innere betreten. Ja, leider nicht so gut. Ja, du kannst ihn nicht einschätzen. Aber darf ich mal auch Menschenkenntnis würfeln? Selbstverständlich, mit einer Schwernis von 7, wenn du keine menschliche Kultur hast. Ja, ich hole dennoch ein Silberstück heraus und lasse es über den Tresen gleiten und zwinker ihm einmal zu. Verzeiht, mein Herr, ich weiß nicht, was das sein soll. Weiß ich auch nicht. Also ich verstehe schon, er schiebt das Silberstück wieder zurück. Ich verstehe schon, was ihr hier mögt, aber nein, nicht für ein Silberstück und auch nicht für Tausende. Du kannst sehen, wie hinter dir Priodur, Zaron und Gillion auftauchen. Ja, Wolfgang dreht sich noch gar nicht um. Aber ich will ja auch keine tausende Silberstücke bezahlen. Ich will einfach nur so einen Leichengolem. Geht das denn nicht? Verzeiht, wenn ihr weiter darauf besteht, muss ich die Stadtwache rufen. Sehr wohl. Da steht ein Preiausgeweihter. Habt ihr es gehört? Er möchte einen mit Leichen teilen. Nehmt ihn fest. Ein Moment. Runga, was wollt ihr? Er wollte einen Golem aus Leichen teilen bestellen. Nekromantie. Das machen wir hier nicht. Das ist gut, dass er sowas nicht macht. Ich kenne doch niemanden, der sowas was. Diese finsteren Zeiten sind lang vorbei. Der Warbord-Schrein wurde abgebaut. Der Mann muss offensichtlich was falsch verstanden haben. Ich habe nur gefragt, ob die das hier haben. Ihr solltet es ruhiger angehen lassen. Er hat mir ein Silberstück angeboten. Das ist Nein, das ist keine Erpressung, das ist Bestechung. Und zu allem beleidigend. Für ein Silber kriegt man einen guten Schnaps. Habt ihr das hören? Da ein Zageweiter. Ein Boron-Frevel, den er hier gerade abgefragt hat. Nun, ich schaue mich mal um den Himmel an. Was ist das dort? Ist das kein Frevel? Nun, zumindest ein Boron-Frevel. Zeig mal auf die Tumoren. Kein Boron-Frevel. Dafür verbürge ich mich. Er möchte Nekromantie von uns haben. Dies ist nicht viel besser. Wir haben eine Lizenz dafür. Es ist mir egal. Es ist unheiliges Leben. Es ist noch schlimmer. Aber verantwortlich. Sie haben eine Truhe, die leckeres Papier ausspuckt. Ich bin nur der Verkäufer, mein Herr. Meisterin Yolande belebt. Dann wäre das vielleicht der Zeitpunkt, wenn doch ein Preiausgeweihter hier steht, die Meisterin mal zu holen, oder nicht? Ja, ich verstehe. Moment, wartet bitte. Ich... Er tritt so ein bisschen hin und her auf der Stelle und lässt euch dann in dem Verkaufsraum stehen. Geht dann einmal nach hinten, kommt dann nach einer Minute wieder. Gemeinsam mit ihm eine junge Dame, würdet sie nicht älter als, ja doch, vielleicht 30 Jahre, schwarzes, dichtes Haar mit so einer südländischen Bräune und einem schwarzen Magiergewand in alanfanischem Schnitt, Irjan Lederhandschuhe und einem breiten Gürtel, hat sie sich wohl gerade noch einen Stift hinters Ohr gesteckt und tritt auf euch zu. Ja. Seid ihr verantwortlich für diesen Zarfrevel? Diesen Zarfrevel? Nun, ich bin die Meisterin Yolande, die Golemmutter.
Also ja. Wir haben eine Lizenz beim Baron gekauft und er hat eigene Golemiden. Er hat was? Er hat Golemiden? Sowohl Baron Exmos als auch seine Verwaltung, Arnhild von Dabonia, hat eigene Golemiden bestellt und auch ich habe den Golem vor dem Tor gefertigt. Es ist also alles mit dem Recht in Einklang. Was mit dem Recht ist, entscheidet nicht ihr. Ich fasse es nicht. In Mirham wird dieses Ding auch betrieben. Es interessiert mich nicht, was in Mirham passiert. Im Süden von Aventurien passieren viele schlimme Dinge. Aber warum macht ihr so etwas? Im Norden passieren gleichermaßen schlimme Dinge und im Osten und im Westen ebenso. Seid nicht rassistisch. Priolur. Nur mit den einzelnen Rassen der Menschen hat das nichts zu tun. Aber zeigt uns doch bitte einmal die entsprechenden Lizenzen. Wir sehen, dass es rechtlich... Selbstverständlich. Ist. Einen Moment. Damit geht sie wieder zurück durch den Tresen und verschwindet in dem Raum, in dem sie eben war. Und nach einer Minute kommt sie wieder. Sie legt ein großes Dokument vor euch auf den Tisch und darauf prangt eine Erlaubnis, sowohl unterschrieben und gestempelt von Sieglinde, ihr kennt sie, hattet sie vorhin erst kennengelernt, als auch mit Unterschriften vom Baron Exmos, auch dort Siegelwachs und ja, die Erlaubnis für die Erschaffung von Golemiden aller Art und dem Verkauf. Gelehrte Dame, es scheut mich zutiefst, was ihr hier veranstaltet, aber das ist nicht der Grund, warum wir eigentlich hier sind. Es geht um einen Puppenkopf. Habt ihr vielleicht so etwas hergestellt? Nun, Puppenkopf. Was meint ihr damit? Den Kopf einer Puppe. Nun, das habe ich schon verstanden, aber ja, ich fertige auch solche Dinge an. Nun, auch einiges an Geld. Bei einer Toten wurde ein Kopf gefunden, hölzernes Inneres, vermutlich Steineichenholz mit einem Äußeren aus Wachs gefertigt. Erstaunlich detailliert und lebensecht. Ist dem so? Man nickt. Sie sieht erstaunt aus. Kennt ihr jemanden, der so etwas herstellen könnte? Außer euch. Ja. Ich schieb meinen Silberling wieder über den Tresen. Sie schaut ihn ebenso skeptisch an wie eben Jasper. Der schüttelt nur irgendwie mit dem Kopf, als er sie dann hat, und schiebt ihr den Silbertaler wieder zurück. Nun, Konga, lass bitte euer Geld einfach. Verzeiht, ich bin etwas müde und möchte mich nun zurückziehen. Wir schließen das Geschäft. Cool. Ja. Du hast gar nicht geantwortet. Was ist jetzt mit dem Puppenkopf? Was soll damit sein? Nun, ich verkaufe diese Dinge. Hast du den gemacht? Ich verkaufe diese Dinge. Und wenn sie bei einer Leiche gefunden werden, dann bin ich dafür nicht verantwortlich. Ja, aber wie meinst du sie verkaufen? Nun, ich verkaufe viele Dinge an alle Menschen aller Art. Ich verkaufe auch an Goblins, wenn ihr das Geld habt. Bisher war das leider noch nicht der Fall. Also ich habe 10 von diesen Goldmünzen. Kriege ich dafür was? Nein. Jasper, hattest du die Preise genannt? Selbstverständlich. Als ob ich bis 100 zählen kann. Und aus Leichenteilen fertigt ihr auf jeden Fall keine Golemiden. Sie schaut wieder rüber zu Jasper. Nein, selbstverständlich nicht. Das wäre hier zwar nicht verboten, es gibt wohl einige Schwarzkünstler, die auch mit Leichenteilen arbeiten, aber ich gehöre nicht dazu. Meine Kunst ist nicht so dreckig. Ich arbeite als Künstlerin. Noch ihr dient euch jenseitiger Zauberei, um auf Aventurien solche Dinger zu erschaffen. Die Allesgebärende ist die einzige, die wahres Leben erschaffen kann. Habt ihr recht, die Erdmutter Sumu ist tatsächlich die einzige, die wahres Leben erschaffen kann. Nun, ich komme auch nicht in eure Tempel und werde mit meiner Götterauffassung eure Tempel entweihen. Und nun kommt ihr zu mir und beleidigt mich. Wollt mir eure Doktrination aufdrücken? Ich bin nicht mein geweihter 12, warum soll ich euch doktrinieren? Wir wollen doch nur eure Seele retten. Ihr könntet doch noch so viel Gutes mit eurer Kraft vollbringen.
Ich sah einmal, wie jemand eine Wunde schloss. Ja, Zaron, während du zu ihr sprichst, kannst du sehen, wie neben dir eine laufende Truhe herumtippelt und dir eine Visitenkarte anbietet. Ich würde mal die Truhe da an der Hand drauflegen. Ja, nehmt ihr bitte die Karte, nehmt ihr bitte eure Hand da weg. Oh, macht das sonst kaputt? Nehmt die Hand dort weg. Ja, dann nimmt man die Hand weg. Und sehen, wie ein großer Handabdruck auf der Truhe ist und das Holz leicht dampft. So, verschwindet bitte. Ich werde euch die Beschädigung der Truhe nicht in Rechnung stellen, wenn ihr jetzt sofort gehen werdet. Gewiss, wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen. Ich hoffe, Zab ist mit euch. Dann geht man auch. Nee, preis euch strafenvoll und Frevel. Ja, während ihr nach draußen noch gar nichts, seid ihr alle komplett draußen, da geht sie bereits wieder zurück durch den Flur, allerdings nicht zurück in ihre Schreibstube, sondern sie verschwindet in Richtung rechter Seite und geht die Treppe nach oben. Habe ich eigentlich geglaubt, als sie das Ganze ausführt, dass sie nichts weiß davon? Deswegen Menschenkenntnisprobe, ja. Hatte ich schon geworfen. 20 Sternchen. Sie selber ist unschuldig. Allerdings hat sie eine Vermutung. Also sie weiß etwas. Sie weiß etwas, ja. Sie hat ja auch Kann man ihr versuchen, können. Hinterher zu schleichen? Oder also erstmal brauche ich von. Erstmal geht ihr alle wieder raus. Weil zurzeit ist ja noch Jasper da. Und Jasper würde dann auch direkt hinter euch die Tür schließen. Und dann hört ihr, wie ein Riegel vorgeschoben wird. Diese verdammte Schwarzmagierin weiß etwas. Soll ich mich in das Haus schleichen mit Goggle-Moggle zusammen? Also meine Idee war jetzt eher, mich außen am Haus lang zu schleichen, um zu gucken erstmal, wohin geht sie und ob ich da vielleicht auf irgendwas hochklettern kann, um sie zu belauschen oder anzugucken. Sinnschärfe Gehör. Mhm. Und das Erste, was ihr alle hören könnt, ist, dass oben im oberen Stockwerk direkt über euch ein Fenster geschlossen wird und dann ein zweites Fenster geschlossen wird. Ja, da legt wohl einer viel Wert drauf, dass sie unter sich bleibt. Nun, es wäre nur bedingt eine Herausforderung, sie trotzdem zu belauschen. Allerdings gehört es was. Was ist hier? Unten, warum kommen die? Die haben mich natürlich gehört und wissen etwas. Was ist das für eine Probe? Wer weiß ja. Prall, das heißt, dieses Lauschen nicht gut, aber. Wir müssen diese Verbrechen aufklären und dieser Verbrechen ans Handwerk legen. Tut, was ihr müsst. Wir können ihnen hier auf jeden Fall nicht die Tür eintreten. Habt ihr diese Golems da drin gesehen? Die waren, ich will nicht sagen beängstigend, aber ich glaube nicht, dass ich da mit Stahl durchkomme. Oben knallt eine weitere Tür. Darf ich die 19 nochmal würfeln? Ja, selbstverständlich, wenn du einen Schicksalspunkt hast. Ah, und ich kriege eine 5er Erleichterung, nicht eine 3er. So hast du 6 Punkte über und mit der 6. Ja, hast du alle Punkte über, also 12. Und herausragender Sinn Gehör. Ja, du hast oben ein Streitgespräch gehört, was sie wohl mit einer Varessia geführt hat. Und dann gab es wohl mehrere Geräusche, knallend. Irgendwas ist wohl kaputt gegangen und dann hat die Tür geknallt und dann hörst du, wie wohl irgendwas verschoben wird. Sie hatte ein Streichgespräch. Mit wem? Mit einer Varessia. Und dann hat irgendwas geknallt und jetzt wurde irgendwas vor eine Tür geschoben. Verstehe ich nicht. Glaubt ihr, dort oben ist jemand eingesperrt? Vielleicht. Soll ich mal gucken gehen? Aber pass auf, nicht, dass es eins ihrer Wesen ist. Ja, durch die Fenster da oben kam es auf jeden Fall nicht, die sind vergittert. Vielleicht sollten wir einmal um das Haus herumgehen. Ja, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwo hochklettern können oder so. Bleibt ihr hier, ihr seid zu auffällig. Also im Prinzip klettern könntet ihr überall. Da sind viele Fenster da, viele Vorsprünge, an denen ihr hochklettern könnt. Das ist halt schwierig, aber das geht auf alle Fälle. Wartet noch. Man würde mal Goggle-Moggle festhalten. Nimm das hier.
für den Fall, dass eins der einer dieser Dinger euch erwischt. Und man nimmt jetzt von seinem Hals herum sein Prisma ab und reicht ihm das an der Kette. Aus Leder. Oh, danke. Und muss ich irgend so einen Wulle-Wulle-Spruch sagen? Oh, nein, es reicht aus, wenn es ihn berührt. Gut, gut, gut. Ich hoffe, es schützt euch. Ich hoffe, wir brauchen es nicht. Geht mit Prius. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frau widerlicher finde oder ihre Kreaturen. Eindeutig ihre Kreaturen. Ich finde ihre Preise. Wenn denn so viele Vukaten stemmen, so viel bezahlt mir Travigol ja nicht mehr in einem Jahr. Wenn in Gallis irgendwann wieder der reine Glauben an die 12 Kinder Einhalt nimmt, hoffe ich, dass diese Frau in die Wälder gejagt wird. Dann kann sich unser eins darum kümmern. Es wäre schade, das ganze Holz. Da müssen noch 2 Punkte drauf wegen Freiklettern, die habe ich jetzt nicht da drin gehabt. Ja, mit den 2 Punkten kommst du dann an. Auch wenn du dir einmal die Hand klemmst für 1W6 Schadenspunkte. Und Goggelmoggel kann währenddessen einmal um das Gebäude herumschleichen. Du kannst auf der anderen Seite, neben den vielen Fenstern, mittlerweile ist wohl auch das Licht im Inneren gelöscht worden, den Eingang zu einem etwas größeren Gebäude finden, wo es besonders ekelhaft draus riecht. Ja, wie gesagt, die Scheunentür wurde auch mit Glyphen bemalt. Es ist wohl auch irgendwie bespannt mit Haut. Und ja, ansonsten gibt es keine Fenster zu dem Anbau, nur die große Tür. Ansonsten, wie gesagt, viele Fenster im Untergeschoss, die allesamt vergittert sind, und im Obergeschoss. Im Untergeschoss wurde jetzt auch das Licht komplett gelöscht und nur im oberen Bereich brennen jetzt in 3 Zimmern Licht von verschiedener Quelle. Also ich wollte in das Zimmer gucken, wo gerade rumgebrüllt wurde. Genau. Du kannst derweil, während Goggelmuggel herumschleicht, kannst du nach oben klettern, an den Eisenstangen entlang, und kannst dann auf so etwas wie ein Kinderzimmer blicken, so wie es wohl die Menschen machen in der Burg, das hast du ja schon mal gesehen. Ja, jedes aventurische Kinderherz würde hier aufglühen, Stoff und Strohpoppen, tanzelnde Holzpferdchen, die von alleine schaukeln, Kinderzeichnungen mit Zahnrädern und verschlungenen Linien, roten Auren, die Humanoide zeigen. Ja, also es sind halt schon irgendwie die Stoffpuppen und die Strohpuppen klein, aber sie gehen herum, und du kannst wohl erkennen, wie in einem Bettchen eine große, wachsende Puppe liegt, ein blondes Mädchen um die 10 Jahre. Und als es sich dreht, das Mädchen, kannst du wohl erkennen, dass ihre Züge wächsern sind. Sie hat 2 rote Punkte auf ihren Wangen, die so etwas wie Leben andeuten sollen, aber ihre Augen sind aus Glas. Und du riechst einmal, du kannst zwar nicht so gut riechen wie Goggelmoggel, aber es riecht da drin nach gar nichts. Nicht einmal nach Schweiß. Ich winke ihr mal vorsichtig. Sie setzt sich im Bett auf, blinzelt dich einmal künstlich an und tritt dann ans Fenster heran. Ja, hallo. Ich würfel nochmal eine sinnenscharfe Probe auf Sicht. Doppel 20. Du kannst sehen, wie ihre kleinen Händchen aus dem Gitter herausgreifen. Und dann erst viel zu spät, als sich die Händchen um deinen Hals geschlossen haben, kannst du erkennen, wie unter ihrem Bett 2 Arme liegen und ein Herz. Und dann drückt sie zu. Kann ich die anderen? Was brauchen die so lange? Frage ich mich auch. Eigentlich sollte das eine schnelle Sache sein. Immer hochklettern, reinschauen und dann wieder rein. Kommen die doch sowieso nicht.
Lass uns aber nachschauen. Ja, gehen wir einmal ums Gebäude. Vielleicht sehen wir ja, wo sie sind. Ihr könnt erkennen, wie Gorgelmorgel gerade wieder um die andere Seite herumgegangen ist. Doch, ich habe nichts gefunden, wo man sich reinschleichen könnte. Was hat Gorgel gefunden? Ist das noch bei dir? Nee, der ist geklettert. Der wollte da gucken, wo sich gestritten wurde. Alleine? Der kann besser klettern als ich. Ist er nicht wieder zurück? Gorgel, 3W6 Schadenspunkte. Wo ist er hin? Nach da oben. Du zeigst nach oben und siehst, wie Gorgel dort seine... Er klettert nicht mehr. Er fässt sich krampfhaft an die Hände und irgendetwas fässt ihn an. Fest an seinen Hals. Oh, da ist was los, da ist was los! Verdammt, wir müssen da hoch. Und du kommst 15 Schadenspunkte auf deinem Kopf. Wow. Okay, das ist eine Wunde. Kann ich sehen, dass da irgendwie Hände sind an seinem Hals? Kleine wechselnde Kinderhände. Es riecht merkwürdigerweise nach gar nichts. Kann ich versuchen, mich zu befreien? Mit deinem Sinnschärfe-Patzer gerade nicht, nein. Kann ich das Prisma auf die Hände werfen? Das wäre eine Fernkampfprobe, ja. Oder beliebige Fernkampf-Sachen. Das ist ja kein Speerwurf, aber... Genau, also ich meine, das ist ja egal. Ja, genau. Dann würde ich das so machen. Kann ich das irgendwie so werfen, dass sich das quasi umwickelt? Boah, willst du jetzt hier noch irgendwelche Manöver? Also, schauen wir mal, was so dein Wurf hergibt. Alles klar. Das ist ja kein Wurfspeer, ne? Was ist denn dein normaler? Okay, wir machen eine Ableitung draus, dann triffst du auf die 18, dann hast du immer noch 12 Punkte übrig und damit verwickelt das sich auch. Dann kannst du merken, wie das Prisma sich um die kleinen Kinderhände wickelt und Gorgelmorgel fallen gelassen wird. Die Hände verschwinden wieder. Ich versuche ihn aufzufangen. Ich wollte gerade sagen, sonst bekommt er Trefferpunkte Schaden. Höhe sind es 4 Meter. Macht mir eine Körperbeherrschungsprobe. Plus 4. Ich setze 3 ASP dafür ein. Ja, im Vorfeld, dann sind das 6 Punkte mehr. Ja, ich helfe tatsächlich auch beim Fangen, weil ich nicht denke, dass Gorgelmorgel das mit ihrem Gewicht alleine hinkriegt. Obwohl das wahrscheinlich falsch ist. Dann, falls Schaden kommt, können wir den gleich auf uns alle drei aufteilen. Ja, dann teile ich die 4W6 minus 4 teile ich auf euch beide auf und Gorgel bekommt gar keinen mehr. 4W6 minus 4 sind 9, minus 5, 4 sind 5. Das heißt, jeder bekommt 3 Schadenspunkte. Und Gorgel liegt mit wenig Luft und einem mit einer geknackten Wirbelsäule in euren Händen. Gorgel, geht's dir gut? Gorgel, was hat sie mit dir getan? Oh. Lass mich einmal ran. Kannst du dich noch bewegen? Schnell, heile ihn! Ja, er atmet noch. Oh, das klingt ja furchtbar. Schnell! Ich stimme dir mal ein Gebet an, an den Herrn Paios. Was wäre die Balsam-Erschwernis bei einer Halswunde? Ich glaube 7. Kopfwunde? Würf einfach mal deinen Balsam, dann können wir mal gucken, was da so übrig bleibt. Ich glaube 7 oder 5. Ich dachte mich auch 7 oder 5. Ja, man betet auch zu Zar. Gut aus. Ja, 16 Punkte, also Sternchen. Ziehen wir die 7 nochmal ab und dann reicht das trotzdem. Wie viele Lebenspunkte wird es ihm geben? Das war so teuer. Sag mal, also 7. Mindestens, ich wollte gerade sagen, mindestens 7 zum Wunderheilen. Sagen wir 8. Ganz genau, 7 kann man es ja eh nicht.